Wir wissen alle, dass einfache Menschen ohne viel Macht aus einem fremden Land nur wirklich wenig gegen ein bestehendes autokratisches Regime tun können. Aber für Belarus geht es vor allem um mentale Unterstützung, um moralischen Support. Wenn ich von meinen Freunden höre, wie ihre Stimmen fast abbrechen, wenn sie sagen, wir sehen euch und es baut uns so dermaßen auf, wir fühlen uns nicht allein, das ist wirklich die Welt wert. Deswegen bitten wir auch Sie, stehen Sie mit uns für Belarus, stehen Sie mit uns für Menschenrechte, für freie Entfaltungsmöglichkeiten, für liberale Werte, für Demokratie. Wenn wir als die belarussische Diaspora in München, in unserer Heimat schauen, sind wir einfach nur schockiert. Wir sind zutiefst verletzt, wütend, traurig. Und wir können nicht tatenlos zuschauen, wie unsere Familien, wie unsere Großeltern sogar, blutig geschlagen werden, in Gefängnissen gefoltert werden, umgebracht werden, weil sie es gewagt haben, sich zu erheben und zu sagen, ich möchte für den Kandidaten stimmen, den ich mir selbst ausgesucht habe. Ich möchte die Regierung, bevor ich hier viel Großartiges erzähle, wird ein Professor an der LMU für Osteuropa-Studien etwas für uns sagen. Dementsprechend einen großen Applaus für die Unterstützung aus Deutschland. Wenn er eine Restverantwortung hat, einen friedlichen Übergang ermöglichen zu einem demokratischen Belarus. Das alles hier betrifft uns in Deutschland auch. Belarus ist in der nahen Nachbarschaft, es sind gerade mal 900 oder 1000 Kilometer. Was?